John Daedros war ein Mann, der behauptete, der wahre König Englands zu sein. Er hatte nur ein Ohr und erzählte rum, dass die Bedienstete, die auf ihn aufpassen sollte, zu spät eingriff, als ein Schwein ihn angriff und sein Ohr abgebissen wurde. Bedienstete hatte Angst, bestraft zu werden und wechselte John mit dem Kind des Fuhrmannes aus. Also dem König, der damals wirklich aktuell regierte, Edward II. John erzählte, dass der König deswegen Begeisterung für Dinge empfand, die vom einfachen Volk ausgeführt wurden, wie die Arbeit von Bauern. Er sprach sogar eine öffentliche Herausforderung aus, als er verhaftet wurde, und sprach auch in Gefangenschaft erneut die Herausforderung aus. Nach längerem Verhör meinte er schließlich: Ah, also ich habe die Story erfunden, weil meine Katze vom Teufel besessen ist und mich dazu verführt hat. Das Urteil lautete natürlich, ihn kalt machen zu lassen durch Hängen. Und seine Katze gleich mit. Sicher ist sicher oder so, keine Ahnung.